Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute mal das Galeam aus dem Hause Tier Isard. Habe ich davon hier zwei Modelle, beides mit Mooreiche, also dunklem Eichenholz. Das hier unten, das helle, ist das unbehandelte Original. Auch war auch, als ich es bekam, das etwas besser verarbeitet. Hier war der Griff etwas angemackt und zerkratzt. Ich habe den mal mit Schleifpapier ein bisschen Mühe und einer dunklen Holzpolitur für alte Holzmöbel behandelt. Daher hat die etwas dunklere Farbgebung. Ja. Kommen wir mal zum Messer selber. Das Messer selber hat eine Länge von 21,5 cm. Die Klinge schiebfutartig mit Flachschliff zweiter Phase 9,5 cm, voll ausgeschliffen, keine Schleifkerbe. Ist wie gesagt ein Friction Folder, ein sogenanntes Pimoté, wie die Franzosen sagen. Hier. Das Messer hat einen Carbonstahl, welcher wurde mir nicht gedankt. Scheint auch kein super harter Carbonstahl zu sein, weil er ist auch relativ alt. Die Initialen hier drauf stammen von der alten Messerfirma, die hinterher im Jahre 1884 bei der Gründung Tier Isards mit integriert worden war. Das war die um 1860 gegründete Firma Saint-Méon-Grémont, daher SG, dessen Firmen Stempel war der Hut hier, ein sogenannter Kürassierhelm aus den Zeiten Napoleons. An Gedenken dieser alten Firma hat man das Logo und die Kürzel hier in die Klinge eingestanzt. Sonst ist die Klinge relativ clean gehalten, kein Nagelhau, nichts. Wir haben ein Zweihandmesser, wen es interessiert, 42A konform, als Friction Folder natürlich auch keine Verriegelung. Absolut in jeglicher Hinsicht legal. Auch zum Führen. Schönes Messerchen. Schneidet auch recht ordentlich. Natürlich ist Holzschnitzen zwar kein großes Problem für das Messer, aber der Kern dieses Messers war eigentlich mehr Zubereitung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, wie die meisten französischen Taschenmesser. Natürlich kann man damit auch leichte handwerkliche Arbeit machen, wie das Schnitzen oder das Kappen oder Bearbeiten von Seilen. Aber die Franzosen nehmen sowas eigentlich mehr meistens für alltägliche Angelegenheiten, meistens der Essenszubereitung. Ja. Gibt es bei Marita Hermanns Geschenkeshop, einem Online-Shop, wo ausschließlich französische Taschenmesser angeboten werden? Ja. Sehr schönes Teil. Die Klinge selber, ebenso die Messingrosette, stammen aus den 1930er Jahren und waren eigentlich für Rasiermesser vorgesehen. Aus dessen Material hat man dann diese Klingen und diese Rosetten für diesen Friction Folder gebaut und den so zusammengefügt. Sehr interessant. Wir haben eine Klinge, die gut und gerne fast 100 Jahre alt ist hier. Erstaunlich. Gut, gut. Ich habe mich entschlossen, das Original, das Unbehandelte, jetzt zu Weihnachten zu verschenken. Wenn dieses Video hochgeladen wird, ist das Messer bereits auf dem Weg zu demjenigen. So viel sage ich schon mal. Er ist auch einer meiner Abonnenten. Jemand, der mir schon oft auch
Ratschläge gegeben hat. Wir haben uns auch hier und da auch schon unterhalten. Und ich hoffe, dass ihm das gefällt. Seine Leidenschaft mit Messern ist eine Sache, die wir miteinander teilen. Wir haben uns bisher noch nicht persönlich gesehen, aber vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. So. So viel zu diesen beiden Prachtstücken hier aus dem Hause Thiers Isard, dem sogenannten Galliam. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.